Die Map von Ark Genesis 2 wird durch ein großes Space-Biom geteilt und in diesem Space-Biom gibt es unter anderem Element, aber auch das beliebte Mutagil. Und wie man das bekommt, schauen wir uns jetzt mal an. Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Ark und vor allem wird hier der Ark Genesis 2 Content rausgeballert. Wenn du darauf Bock hast, lass auf jeden Fall ein Abo da und wir gehen direkt mal rein. Also zuerst die wichtigen Informationen. Es gibt insgesamt 8 verschiedene Varianten des Bioms sozusagen, die hier auftreten können. Nun stellt sich die Frage, naja, wie wechselt das denn, wann wechselt das und wie häufig wechselt das? Es ist immer so, dass von 0 Uhr bis 1.30 Uhr hier gar nichts drin ist. Dann ist hier ein leerer Raum, wir sehen dann hier oben nicht mehr die Sterne, sondern so ein, ja, wir sind im Hyperspeed unterwegs und wechseln quasi so ein bisschen die Location und dadurch wird dann random, das ist ganz, ganz wichtig, ja, eine Variante ausgewählt, die dann hier erscheint. Wichtig, bei jeder Variante ist immer Metall anzutreffen, sieht man jetzt auch hier. Wir befinden uns nämlich gerade in dem gelben bzw. in dem Schwefelbiom und hier gibt es neben dem Metall eben auch noch Steine, die man abbauen kann, wo eben Schwefel drin ist. Und hier kann man dann eben ganz gut Schwefel abbauen, kann sich noch irgendwie einen Tame mit dazu nehmen, der das noch ein bisschen besser kann. Und dann kommt man hier easy durch. Wichtig, wir gehen jetzt einmal alle Varianten durch. Und es ist auch relativ sicher hier. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kreaturen, die hier spawnen, eigentlich eher oben sind. Beziehungsweise nicht hier bei uns irgendwie in der Mitte. Da kann man also schon relativ entspannt farmen. Zumindest aktuell. So, hier haben wir das Obsidian-Biom sozusagen. Erkennt man einfach daran, dass die, ja, gefällt. Erkennt man einfach daran, dass die Gesteinsbrocken eben hier sehr, sehr schwarz sind. Eben aussehen wie Obsidian. Hier finden wir dann hauptsächlich auch Obsidian. Aber es gibt eben noch eine weitere Besonderheit. Man sieht schon hier. Es gibt hier grüne, blaue und auch rote Edelsteine. Die kann man hier also auf jeden Fall auch wegfarmen. Kann man einfach langlaufen und eben hier die ganze Zeit aufsammeln. Auch auf jeden Fall eine mega coole Sache. Und nochmal als Tipp, fällt mir gerade spontan ein, wenn mal eine Variante da ist, mit dem Rohstoff, den ihr aktuell benötigt, dann farmt ordentlich rein. Ihr wisst nicht, wann es als nächstes wieder erscheinen wird. Kommen wir zum nächsten Biom. Das ist dann einmal hier das Kristallbiom. Das, ja, ist eindeutig zu erkennen, woran man auch das erkennt, wenn man hier im Space unterwegs ist. So, nun ist das Ding, dass wir hier sind und wir sehen jetzt gerade keine Kristalle. Beziehungsweise sehen wir nur diese riesigen Kristalle hier und oh Wunder, können wir nicht abbauen. Normalerweise müssten dann eben hier Kristalle da sein. Das scheint aber aktuell ein Bug zu sein, dass diese nicht spawnen. Zumindest hatte ich das schon in einem anderen Biom, dass einfach gar nichts da war und man gar nichts abbauen konnte. Denn wie ihr seht, es ist ja aktuell nicht mal Metall mit dabei und das ist ja eigentlich immer mit dabei. Das nächste Biom ist auch sehr, sehr leicht zu erkennen. Das erkennt man eben dadurch, dass diese riesige Perlen durch die Gegend fliegen, beziehungsweise eben an diesen Gesteinstücken mit dran sind. Und auch hier sehen wir schon, hier gibt es auf jeden Fall auch Metall, aber es gibt noch eine andere Sache, die ein oder andere Person vielleicht schon denken kann, denn man kann hier schwarze Perlen sammeln. Wir laufen eben mal hier einmal runter und können dann das Ganze hier mit E aufsammeln. Da war Mutagil dabei. Ach, das kann also auch passieren. Also da kann auch Mutagil mit drin sein, aber in der Regel sind das eigentlich schwarze Perlen, die man hier aufsammeln kann. Sind eben, ja, diese Perlenvorkommen ganz easy aufzusammeln. Und auch hier wieder eben Metall mit am Start. So, hier haben wir ein Biom, das auf den ersten Blick erstmal aussieht wie das Schwefelbiom. Allerdings ist es hier so, dass es gelblich-bräunlich ist, also mehr braun als gelb. Und auch hier gibt es wieder Stein, den wir abbauen können, zusätzlich zu den Metallvorkommen. Und hier ist es eben folgendermaßen, hier bekommen wir Ambra raus, beziehungsweise Ambra und auch Mutagil. Das ist also das Biom, wo wir eben Mutagil rausbekommen, um beispielsweise auch einen Strider zu zähmen. Habe ich schon ein Video zu gemacht, verlinke ich euch einfach mal oben. Und Ambra bzw. Ambra bräuchten wir dann für einen Astrocetus-Sattel. Hier haben wir das nächste Biom, wenn man jetzt mal hinschaut. Das ist so daran zu erkennen, dass es leicht bläulich-zyan-türkis ist. Und das Besondere eben hierbei ist, ihr seht das jetzt schon, wenn wir runtergehen. Hier sind unglaublich viele kleine Häufchen mit Elementstaub. Das heißt, hier können wir for free einfach Elementstaub aufsammeln und dann später an einem Missionsterminal wieder umwandeln in dann Element bzw. Elementsplitter. Irgendwie so. Jedenfalls können wir uns am Missionsterminal eben damit auch Element herstellen, was auf jeden Fall auch mega, mega nice ist. Und ihr seht das gut, ich bekomme jetzt hier relativ viel Singleplayer-Einstellungen plus ein bisschen erhöht alles. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache und da kann man ordentlich was wegfarmen hier. Denn da sind richtig, richtig viele Vorkommen von da. Das nächste Biom ist das Ölbiom und das sieht auch relativ dunkel aus, könnte man verwechseln. Aber wenn wir uns jetzt mal das angucken hier, ja,
dann ist das eher bunt. Das heißt, das sieht wirklich so ein bisschen aus, als hätte man irgendwie Öl ausgekippt oder Öl ins Wasser gekippt, wie auch immer. Ein guter Indikator ist hier also auf jeden Fall die Farbe bzw. die Farbenvielfalt. Und neben den Metallnotes, die wir hier natürlich haben, haben wir hier eben auch Ölsteine, die wir hier abbauen können. Einfach rangehen kann man auch sich wieder ein Tier mitnehmen, ne? Wie auch bei den allen anderen Sachen. Um dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu farmen, vielleicht auch ein Mining Drill mitnehmen, was auch immer. Ja, und zu guter Letzt haben wir eben hier so ein grünliches Biom. Und hierbei ist interessant, wir sehen das schon, wenn wir jetzt auch hier wieder runtergehen, dass hier schon ganz, ganz viele Kristallvorkommen da sind. Und wenn wir die abbauen, dann bekommen wir hier Elementarsplitter raus. Und teilweise können wir hier auch Elemente rausbekommen. Wir versuchen das mal kurz, hauen mal ein bisschen drauf. Wie gesagt, ne, Singleplayer-Einstellung ein bisschen erhöht. Hier geht ein bisschen mehr raus und da haben wir auch schon ein Element. Das heißt, in dem Biom, wo es so grünlich ist, ja, da können wir ganz viel Elementarsplitter holen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.